Wir sind uns, glaube ich, einig, dass es in Europa, also sagen wir mal in den Bereichen der EU, keinen Krieg mehr geben wird. Nach diesen Polizeiaktionen in Serbien und vielleicht denn, oder sind wir es nicht einig, dass es da jetzt. Gibt es denn so etwas Also wie einen ein. werden wir noch verlieren in Afghanistan, nicht? Also das muss man dabei schon im Auge behalten. Ja, aber ich meine jetzt von Europa, innerhalb Ja, Europa, innerhalb Europas, wir nein. werden ja nicht Nein. mehr gegen Frankreich oder England oder so jemanden Ganz wenige. aufrüsten. Tschetschenien Aber natürlich war ein Fall, wird aber es, wird die sonst. Frontlinie, Herr Welte, anders sein? Also Europa sozusagen gegen den Rest der Ja. Welt? Aber ich bin ja mit Herrn Welzer einig, dass es Klimakriege gegeben hat. Ob es heute welche gibt, da ist eine Differenz. Denken Sie an die kleine Eiszeit 13.2, 13.3, als Grönland für die Landwirtschaft verloren geht, Grönland also, und die Eskimos nach Süden gehen, die Europäer ausrotten, Island, Schottland weitgehend für die Landwirtschaft unbrauchbar wird und dann die Bauernkriege anfangen. Das ist ein klassisches Beispiel für eine Konfliktzuspitzung durch Abkühlung und Verlust von Nahrungsreserven. Jetzt, wenn wir über Europa sprechen, können wir uns natürlich fragen, wie wird sich denn Europa verhalten, wenn es angegriffen wird? Und da gibt es zwei mögliche Angriffe. Es wird militärisch angegriffen, das sehe ich nicht so sehr. Aber wenn es ökonomisch in der Weise angegriffen wird, dass andere sich Ressourcen rauben. So. Wie? Als, Wo? na, zum Warum? Beispiel als Saddam Hussein sich das kuwaitische Öl rauben Ja. wollte, ja, also einen Ressourcenkrieg führte, da hat der Westen Krieg geführt gegen Saddam Hussein, weil er gesagt hat, das können wir uns nicht gefallen lassen. Versuchen wir doch in der gesamten Welt so eine Art Ein-Kind-Politik zu machen wie in China, als politische Aufforderung. Na, die ist ja im Gange. Und in China ist ja die Geburtenrate nicht bei 1,7 Kindern, weil die Partei das verboten hat, sondern aus demselben Grunde wie bei uns. Ich kann eine Position nur über Erfolg auf Arbeitsmarktkonkurrenz erringen, muss mein Leben lang lernen. Und dann, das ist das stärkste Verhütungsmittel, was die Menschheit kennt. Aber China ist ein interessanter Fall nochmal für den Ressourcenkonflikt. Wie wir sehen, dass Russisch-Asien, Sibirien, 13 Millionen Quadratkilometer mit den Gas- und Ölreserven sich entrussifiziert, weil die Russen abwandern, gar nicht mal nach Westrussland, sondern gleich nach Kanada und USA und dort im Wesentlichen die einheimischen Stämme zurückbleiben. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass wenn wir hier zwei Atommächte haben, China und Russland, und die Chinesen in einem Handstreich sich die Sibirien holen, wo gar kein russischer Soldat mehr steht, und dann die Russen vor der Alternative stehen, jetzt mit Atomwaffen zu antworten, die die Chinesen aber auch haben. Ich glaube, unter diesem Atomwaffenschirm kann ein Ressourcenkrieg durchaus nochmal stattfinden. Nehmen wir den Iran-Israel-Fall. Was ist die Sorge Israels? Ist ja nicht, dass Iran eine Atombombe hat und auf Israel werfen will, weil Israel könnte dann schneller sein in diesem Falle, sondern die Sorge ist ja, dass jetzt Massenarmeen, die sich heute nach Israel nicht reinzumarschieren trauen, weil Israel diese Abwehrwaffe hat, dass jetzt Massenarmeen doch wieder in offene Feldschlachten übergehen und die andere Seite dann sagen kann, lass deine Atomwaffe im Keller, lass dich in Ruhe von uns abschlachten. Wenn du die Atomwaffe nimmst, benehme ich sie auch. Das ist ja die Sorge hier und das die Sorge bei Iran. Und das ist nicht die Sorge in Pjöngjang, aber es bringt mich jetzt zu Russland. Interessanter Fall. Hat jetzt Raketen aufgestellt gegen Nordkorea, die eine Handvoll Raketen haben, oder vielleicht 6 oder 7 Atombomben. Und glaube ich, wird der Hauptagent sein im Umgang mit Iran eines Tages. Nicht Amerika und nicht Israel. Ich glaube, die Russen werden das machen müssen, während die Amerikaner der Hauptagent sein werden in Pakistan, wo man jetzt beides hat. Man hat diese Abschreckungsatomwaffe zwischen Indien und Pakistan, die halten sich da in Schach und machen auch untereinander keine konventionellen Kriege mehr. Aber da haben wir beides in Pakistan. Wir haben einen ungeheuerlichen Jusbalch. Innerhalb aller 20 Jahre sind die jungen Männer also gesprungen von 11 auf 22 auf 34 Millionen. Jetzt sind es 34 Millionen unter 15, die noch liebe Jungs sind zu Hause, ganz normale Jungs sind zu Hause. In deren Volumen, da stecken dann die Gruppen, die sich an diese Atomwaffen
Atomwaffe heranmachen können. Und dann haben wir beides, nicht? Was Winkler beschrieben hat. Und das eine geht, die denken immer noch an Indien mit ihrer Atomwaffe, nicht? Die pakistanischen Führung. Und die anderen denken schon an etwas anderes, nämlich an dieses berühmte Kalifat. Nicht? Ja. Also der Traum der jungen Männer, sich ein Imperium zu erobern. Die größten Tötungen werden für Afrika erwartet. Nicht? Man muss sich das vorstellen, 1900 hat Afrika so viele Menschen wie Deutschland und Frankreich. Mhm. Jetzt hat es 8-mal so viel, bald wird es 20-mal so viele Menschen haben. Nur dort ist fast überhaupt kein strategisch-militärisches Potenzial, das gegen einen anderen Teil der Welt gerichtet werden kann. Die können nur laufen und sie werden hungern. Hungern ist ein furchtbares Schicksal und wer bei Hunger nicht weint, hat kein Herz. Aber Hunger ist militärisch überhaupt keine Gefahr. Wir haben noch niemals eine Armee von Hungernden gesehen, die Maschinengewehre durch Dschungels oder über Eisberge schleppt. Also dort wird die Politik sein, die sie jetzt ist. Man wird hereinrufen, haltet euch an das internationale Strafrecht. Und wenn ihr euch nicht dran haltet, werden wir den einen oder anderen mal nach Den Haag vor ein Gericht stellen und man wird nicht intervenieren. Weil man ja schon in Albanien, im Kosovo, wo man interveniert hat, die NATO feststellen musste, man stellt in ein Gebiet von weniger als 2 Millionen Menschen 50.000 Soldaten und so wie die sich einmal umdrehen, geht die eine Gruppe, die den Krieg praktisch gewonnen hat, die albanische, gegen die andere vor. Das heißt, der Westen hat diese Armeen nicht und hat die Ressourcen nicht, die er jetzt zwischen diese Kampfparteien stecken könnte, nicht? Wo 100 dritte, vierte Söhne sich töten und wir den einzigen Jungen dahin schicken in Todesgefahr, um das abzustellen. Das werden wir nicht mehr machen. Das heißt, die Politik, von nach der Sie fragen, ist die wir heute haben, ein Lippenbekenntnis zum Gesetz und kein Unterbrechen. Ja, aber was wäre denn Ihr Vorschlag? Genau dieses Lippenbekenntnis zum Gesetz können wir nicht aufgeben. Und wenn ich vorschlagen sollte, man sollte intervenieren in einer Friedensmacht, dann müsste ich die Frage beantworten, woher kommt die Armee für diese Friedensmacht? Und dann müsste ich sagen, die haben wir nicht. Wegen des demografischen Problems. Ja, haben wir. Und dann das ist übrigens wunderbares auch der alarmistische Punkt, wo ich sagen würde, ich bin nicht so optimistisch wie Sie. In Europa, in ganz Osteuropa von Estland bis Bulgarien läuft das, da sind wir in einer alarmistischen Lage, dass die Jungen nicht mehr geboren werden, die übrigen abwandern und was bleibt, in den Zustand einer Implosion übergeht, die sich nicht mehr versorgen kann. Die werden also schwach, aber auch da, glaube ich, greift keiner an, denn das geht ja durch von Deutschland bis nach Japan. Das sind ja alles einschließlich China. Das sind ja alles Räume, die diese Dynamik, eine Siedlungsdynamik. Aber kommen die alle hierher und schießen uns doch? Nein, die gar nicht. Die überhaupt nicht. Die haben ja dasselbe Problem wie wir. Ja. Also Hunger ist natürlich nicht gleich verteilt, sondern die Gewalt ist ein Bestandteil der Ungleichverteilung von Hunger. Und das wird in Afrika in hohem Maße der Fall sein, nämlich dass sich Gruppierungen bilden, die mit Waffen, die sie relativ billig bekommen haben, sozusagen die noch vorhandenen Ressourcen verteilen, zu ihren Gunsten gegebenenfalls auch in die Kanäle der organisierten Kriminalität einschleusen, um auf diese Weise sich Geld zu besorgen, das ihnen weitere Möglichkeiten gibt. Das, denke ich, ist der eine Gesichtspunkt. Der andere Gesichtspunkt ist, also ich bin sozusagen nicht an dem Ergebnis, dass der Westen überhaupt nicht mehr interventionsfähig ist, sondern wenn man sich schaut, wie die USA, aber teilweise auch die Spanier das Problem organisieren, kann man sagen, es ist eine Kombination von PMC, also Private Military Company, dass man gewissermaßen den Weltmarkt abgreift und dann relativ billige Soldaten holt, die gegen Geld sozusagen in einer globalen Neuorganisation des Söldnerwesens das organisieren. Da ist die jetzt nicht mehr so heißende Firma Blackwater ja nur gewissermaßen die Chiffre gewesen und die andere sind die sogenannten Green Card Soldaten. Das ist etwas, was der Bundesrepublik nicht zur Verfügung steht, aber die USA betreiben das in hohem Maße. Man kann das an den Namen der Gefallenen im Irak sehen, die sehr in hohem Maße spanischsprachig sind. Die haben also gewissermaßen für 5 Jahre Dienst in der Armee den Anspruch auf amerikanische Staatsbürgerschaft erworben. Das ist gewissermaßen, sagen wir mal, die Logik einer kapitalistischen Welt. Aber das, in Reaktion auf die Probleme. Aber das machen sie für die notwendigen Kriege. Also wenn das Eigentumssystem, das Finanzsystem angegriffen wird. Ich glaube nicht, dass sie... Oder wenn Koltan knapp wird. Dass man eine Legion der Menschenrechte, sagen wir mal so,
aufbauen wird, um jetzt die Tötungen in Afrika abzustellen. Das geht ja in gewaltigen Dimensionen, der Kongo 6 Millionen in den letzten 7 Jahren. Nicht? Ja. Das ist ja, da stehen wir ja davor und wir brauchen nicht zu fragen, was wir machen. Wir stehen davor und sagen, das ist ganz unmöglich, das gehört sich nicht und das darf man nicht. Und ansonsten drehen wir uns ab.